Falls du schon länger mein Abonnent bist, weißt du eigentlich, dass ich nicht so ein typischer Adventskalender-Unboxerin bin. Aber ich dachte, ich mache mal eine Ausnahme. Ich habe den Kalender per Zufall eigentlich entdeckt. Es hat mich eine ganz liebe Instagramerin angeschrieben und gesagt, hier, Larissa, schau mal den Kalender an. Der war schon letztes Jahr ein Kracher und der war gar nicht so bekannt. Verstehe ich nicht, warum. Müssen wir vielleicht mal ändern. Und da hat sie gesagt, hier, der ist so schnell ausverkauft, du musst unbedingt schnell dran sein, wenn ich ihr schreibe, direkt bestellen. Habe ich beim zweiten Versuch erst geschafft. Da beim ersten, der war so schnell ausverkauft. Und falls sie wieder online ist, ich werde euch unten ja einen Link dazu schicken. So, meine Lieben, ich zeige euch kurz den Kalender. Was heißt kurz? Ich zeige euch, wie der überhaupt aussieht. Der Preis ist schon cool. Also wirklich, also für den 30 Euro, ja, ich denke mal, da können wir nicht viel falsch machen. Vom Gewicht her würde ich sagen, das sind vielleicht ein paar Full-Size, vielleicht auch ein paar Pröbchen mit dabei. Wir lassen uns überraschen. Ich habe den Kalender von Parfümerie Becker. Das ist so ein Online-Shop, was du einfach, wie der Name schon sagt, ziemlich alles kriegen kannst. Ich habe jetzt die Schleife aufgemacht und möchte gerne mal die Türchen aufmachen. Ich muss sagen, ich finde den so süß, wirklich süß. Den kannst du ja auch noch mal aufheben. Die ist hier auch magnetisch, merke ich gerade. Ich zeige euch erstmal, wie dieser Kalender aufgebaut ist. Und dann machen wir natürlich die Türchen auf. So, so schön. Schaut euch mal den Kalender an. Wirklich schön, wirklich hübsch. Ist auch so schön geschlechtslos, würde ich sagen. Kann ich vielleicht sogar für ein Männchen oder für ein Kind sogar einpacken. Finde ich total hübsch. Also haben sie wirklich gut überlegt, dass man halt den Kalender auch weiterverwenden kann. Den kannst du aber auch leer kaufen in dem Sinne. Den gibt es auch, ne? Aber für 20 Euro. Für 10 Euro mehr hast du schon hier die ganzen Produkte mit dabei. Nur mal so als Tipp. Wir schnacken mal weniger. Starten wir mal mit Unboxing. Die 1 starte direkt mit Clinique All About Eyes. Eine Augencreme. Hier haben wir eine Augencreme mit 5 Milliliter. Ist schon eine sehr gute Größe zum Testen. Aber auch 5 Milliliter, das hält gefühlt ich. Und die Nummer 2. Das sind mehrere Produkte. Da ist noch auf jeden Fall noch eine, ja, ein Säckchen. Dann gucken wir mal, das sind auf jeden Fall Proben. Das ist ja auch nicht tragisch. Also wirklich für den Preis, wenn ich bedenke, manche Kalender kosten 50 Euro und haben auch Proben drin. Shiseido hast du hier drin. Ach du Alarm. Shiseido, sogar zweimal hast du Shiseido dabei. Ist eine bekannte japanische, soweit ich weiß. Oder koreanische Marke. Will jetzt nichts Falsches sagen. Dann haben wir auf jeden Fall ein Serum. Den kenne ich. Das ist so eine rote. Ich packe es mal aus, um euch mal kurz zu zeigen. Normalerweise kenne ich die in andere Flasche. Hier hast du 5 Milliliter. Die hatte ich schon mal gehabt. Die ist richtig gut. Und das andere ist ein Synchro Skin Radiant Lifting Foundation. Okay, eine Foundation. Das ist ja auch spannend. Die Nummer 3. Was zeigst du mir? Von Chanel haben wir hier was dabei. Und zwar ist das eine Wimperntusche. Ich denke mal, ihr könnt das Bürstchen schon erahnen. Genial. Geil. Auf jeden Fall ist hier eine Chanel-Mascara. So am Rande. Okay. Also das fängt schon mal richtig, richtig geil an. Die 4 ist direkt daneben. Mal gucken, was sie uns Schönes bringt. Die Nummer 4. Auch total süß. Hier haben wir eine Mini-Parfüm von Marc Jacobs. Gott, ist das süß, Leute. Ich schmelze hin. Schaut euch das süße Flakon an. Oh mein Gott, ist das schön. Ist das schön. Kann man das aufmachen, um zu riechen? Ich freue mich. Das ist so süß. Hallo. Wenn ich nur das zum Geburtstag kriege, wäre ich schon glücklich. So süß. Ich mag so kleine Parfüms. Sammelt ihr sowas? Schreibt mal unten in die Kommentare. Okay, 5 ist etwas größer. Der Tag von Nikolaus.
Okay. Zwar von Clarence haben wir hier was. Und eine. Okay. Larissa, beruhig dich. Alles wird gut. Eine Sonnencreme. Ich liebe Sonnencreme. Ich benutze ja jeden Tag. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für Körper. Ob ich das werde ich für Gesicht benutzen. Wäre mir zu schade jetzt für den Körper. Schön. Schön. So, der Tag von Nikolaus ist schon mal gerettet. Die Nummer 6, der Nikolaus. Was bringst du uns? Das ist von Idol. Auch ein Parfüm. Das ist ich. Ich flippe gleich aus, Leute. Ich flippe hier gleich aus. Oh Gott. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, wie süß. Den Duft kenne ich ja schon. So ein Klassiker. Ach, ich liebe diesen Duft. Ist das der normale, sagen wir mal? Sie haben Aura. Sie haben nämlich von Idol auch mehrere Varianten, soweit ich weiß. Und das ist jetzt, glaube ich, die Aura. Oh. Ja. Nummer 2 in der Sammlung ist vergrößert. Ich liebe so kleine süße Parfüms. Die Nummer 7, also der Nikolaus war schon genial. Also die Nummer 7, das ist ein Riesenteil hier. Ein Oschi hier. Da haben wir zwei Produkte, Leute, halt euch fest. Klinik haben wir hier. Ein Jelly. Dramatically different hydrating jelly. Okay. Und was bringt das eigentlich? Ich muss mal durchlesen. Eine feuchtigkeitsspendende Waschgel ist das. Sehr geil. Sehr schön. Und von, ist es auch von Clinique? Ja. Eine Mascara, High Impact Mascara. Hast du hier auch noch dabei? 3,5 Milliliter. Nee, ich glaube, das ist so eine Reisegröße. Aber wir haben auch ihr stolzen Preis. Die Nummer 8. Die ist jetzt wieder ein bisschen kleiner. Da haben wir von Lacombe den bekannten Serum. Advanced Genifique. Den hatte ich, glaube ich, schon mal in größer gehabt. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich weiß, die sind richtig gut. Sind teuer, aber gut. Nummer 9. Die ist ein bisschen größer. Es könnte sein, dass da wieder zwei Produkte sind. Nee, ich meine nur eine. Ebenfalls von Clinique. Okay. Da ist halt ich fest, es ist ein Lipgloss oder ein Lippenbalsam. Ich bin gerade ein bisschen baff, Leute, ganz ehrlich. Late Pop heißt die Farbe. Und zwar ist es ein Splash Lip Gloss. Wow, eine wunderschöne Farbe. Sehr tragbar. Okay. So, weiter geht's. Die Nummer 10. Wird auf jeden Fall wieder was Kleines sein. Und zwar ebenfalls von Lacombe ein Serum. Und zwar von Advanced Genique. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, für die Augen, soweit ich weiß. Ja, Augen- und Wimpernpflege. Oh, okay. Also die kleine Größe reicht auf jeden Fall auch schon sehr lange. Da braucht man ja auch nicht viel. Ich muss gerade echt schlucken. Ich bin echt baff, Leute. Die Nummer 11. Die Nummer 11 von Estée Lauder haben wir diesen Night Repair, Advanced Night Repair, so ein klassischer, ich glaube, dieser braune da, ne? Flakon. Den hatte ich, glaube ich, mir mal in Angebot gekauft, in groß, den liebe ich. Der ist so, so gut. Mag ich sehr, sehr gerne. Oh, ich mag solche Größen, wisst ihr wieso? Wenn man in Urlaub fährt. Dafür sind die Größen so gut. Als wir jetzt im Sommerurlaub waren, sowas habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Mag ich auf jeden Fall. Jingle Bells. Da haben wir von J'adore Eau de Parfum. Oh, genial. Leute, ich flippe hier aus. Das ist auch eine Miniatur. So heißt das Wort. Oh mein Gott. So, so süß. Das
war, glaube ich, mein erstes Parfüm, was ich damals als Schülerin mir gekauft habe mit, ich glaube, mein Geburtstagsgeld. Irgendwas habe ich mir mal gesammelt. Und dann habe ich bei Douglas oder Parfümerie, damals noch in Marburg, mir gekauft. Ich rieche gerade nichts. Das war damals so eine Aktion und dann habe ich den damals so günstig bekommen. Ich war so happy. Und ja. Oh mein Gott, ist das so süß. So, wir machen weiter. Halbzeit hatten wir gerade gehabt. Die Nummer 13 ist ein wenig kleiner. Die Farben finde ich schön. Es passt irgendwie heute zu meinem T-Shirt von Dior. Okay. Es geht weiter mit Dior Rouge Dior. Ich glaube, ein Lipstick ist das. Packen wir natürlich gleich mal aus und schauen uns mal die Farbe an. Ich habe gar keinen Lippenstift von Dior. Das ist so süß. Ich weiß, es ist diese Mini-Format, aber schaut euch das mal an. Oh, ist das schön. So samtiges. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Klassisch rot. Wir hatten jetzt Nude gehabt. Jetzt haben wir was klassisch in Rot. Süß. Habt ihr das gesehen? Da steht die Ohr drauf. Also ich bin jetzt schon verliebt in den Kalender, wirklich. Wenn so weitergeht, ich glaube, den werde ich auch nächstes Jahr mir wiederholen. Mein Herz blüht. Die Nummer 14. Die ist ein bisschen größer. Und zwar von Valentino Beauty. Irgendwas aus Stoff habe ich hier drin. Smartphone-Tasche, würde ich sagen, oder? Gucken wir mal. Vorsicht. Ach so, das kannst du hinten hinkleben. Und hier kannst du so deine EC-Karten oder Bargeld oder überhaupt Karten reinmachen. Wie schön ist das denn? Total schön. Man ist zwar jetzt ein Fühlprodukt in dem Sinne, aber ein wunderschönes. Boah, hier kannst du es kleben, ne? Hier kannst du es vielleicht sehen. Die Nummer 15 hat eine wunderschöne Tasse. Also holt euch was zum Trinken. Ganz schnell von Tiffany & Co. geht's weiter, Leute. Tief durchatmen. Noch ein süßes Teil. Habe ich auch noch gar nicht in meine Sammlung. Oh Gott, ich bin jetzt schon so ein kleiner Fan. Darf ich mal riechen? Das ist so ein klassischer Duft, würde ich sagen. Sehr weiblicher Duft. Oh, süß. Nummer 16. Mit einer Glocke, die ist auch ein bisschen schwer. Was haben wir hier drin? Von Elisabeth Arden Whitey Vanilla Orchid. Und zwar ist es Edith Toilette. Auch wieder so ein süßes Teil. Hier für die Sammler. Das ist ein Paradies. Guck mal, wie süß. Ich glaube, ich kenne den. Ich bin mir nicht sicher. Okay, das ist zum Sprühen. Weiß nicht, ob ich den kenne. Mein Ding. Genau mein Ding. Gefällt mir richtig gut. Die 17 fühlt sich auch schon etwas schwerer an als manche andere. Leute, hier sind zwei Produkte drin von Chloe. Es klappt, das eine habe ich auf jeden Fall schon mal da. Edith Toilette Rose Tangent, glaube ich, die habe ich. Guck ich mal, ich mache mal auf, oder? Ist das die? Bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, die habe ich nicht. Chloe, glaube ich, hat mehrere. Parfüm. Rosé Bio Organic Rose. Das hier. Das Graue hier. Ich glaube, ich habe eins davon, aber ein anderes. Ich glaube, so eine Rosanes habe ich. Das Graue hier. Aber das ist ja auch. Das riecht auch sehr gut. Oh, ich glaube, ich bin hier im Parfüm. Parfümsammlung hier Fieber. Wirklich richtig schön. 18, die ist leicht. Da hast du von Escada Cherry. Und nochmal Cherry. Habe ich auch irgendwo schon mal bei einem Adventskalender gesehen. Das sind so ja,
Klammer auf. Wunderschön. Finde ich toll. Das war jetzt auch nur ein Produktfüller. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Die Nummer 19. Eine Kerze. Und die ist jetzt ein bisschen leichter. Okay. Babo haben wir hier. Babo ist am Start, Leute. Dr. Babo. Entschuldigung, ich flippe gerade ein bisschen aus. Lifting Cellular Kollagen Booster Cream hast du hier drin. Ist noch hier angeschweißt. Das ist schön, 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 schön. Puh, jetzt gehen wir zu 20. Die erste 20er. Die ist ja schlicht türkis. Und gucken wir mal. Gewicht so mittelmäßig. Dann haben wir ein Armband. Armband. Würde ich jetzt sagen. Zadiac and Voltaire. Ich glaube, so heißt die Marke. Can't Do Anything. Genau, das ist eigentlich, ist das nicht so ein Parfümmarke? Girls Can't Do Anything oder so. Ich hatte ich mal so eine Probe. Riecht so gut. Und hier hast du so ein Armband, kannst du einstellen. Ja, ist okay. Ist okay. Jetzt nicht unbedingt mein Highlight in der Adventskalender hier Box. 21, die ist ein bisschen kleiner. Die 22 ist genauso groß. Mal gucken. Die ist ein bisschen schwerer. Okay, das sieht nach einer Dose. Shiseido. Ginza. Eine Kerze. Oh, die riecht so gut. Oh, ach ja, das ist ja. Das ist das neue Parfüm? Ist es das? Oh. Leute, warum? Das riecht so gut. Wie so schade, um anzuzünden. Leute, wie geil. Das riecht so, so gut. Richtig, richtig gut. Ich habe nämlich auch Parfümprobe letztens bei Parfümerie gehabt. Und oh, das riecht so gut. So. Überleg schon nicht mehr davon, ein Parfüm zu holen. Und jetzt hast du die Kerze bei dir. Meine Güte, hier geht's ab. Die 22. Wie gesagt, die ist genauso groß. Und da haben wir von Hermes Paris. Ist das nicht eine Arschteuermarke? Ja. Okay. Beruhig dich, Larissa. Beruhig dich. Oh mein Gott, der Parfüm hast du hier drin, ne? Warte, erstmal alles rausholen. So, wie zeige ich euch das am besten? Hier hast du auf jeden Fall was zum Aufhängen. Guck mal, wie süß. Ist den, glaube ich, dem Original wirklich treu geblieben. Und das kannst du so aufhängen oder irgendwie so dekorativ dazulegen. Oh mein Gott, ist das schön. La Mer de Merveille. So hätte ich das jetzt ausgesprochen. Wollen wir mal dran riechen? Was sagt ihr? Ich sage ja. Meine Nase ist schon zu voll lauter Parfüms. Hier habe ich noch nichts drauf. Oh Gott. Kann das sein, dass es ein männlicher Parfüm ist? Oh ja, das ist männlich. Mein Mann. Und ich hoffe, der wird sich freuen. Oh Gott. Oh, das riecht so gut. So ein bisschen Aftershave-mäßig erinnert. Aber guter Aftershave. Richtig gut. Erinnert mich an irgendwas. Oh. Wow, Hammerduft. Hammerduft. Die 23 und der vorletzte Türchen und die 24 ist riesengroß. Mal gucken, was da ist. Hier habe ich von Deflagari. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Entschuldigung, falls nicht. Kenne ich, aber ich weiß jetzt nicht, wie man die ausspricht. Omnia Golden Citrine Editoilette. Habe ich schon öfters in Parfümerie gesehen oder in der Werbung. Oh mein Gott, ist das schön. Ich muss gucken, wie machen wir den auf?
Eine Ewigkeit später. Ist ein bisschen was rausgekommen, aber ich hab's aufgekriegt. Ich hab's aufgekriegt. Es riecht auch sehr gut. Es riecht sehr gut. Oh. Ja, gefällt mir. Der Duft ist auf jeden Fall sehr gut. Muss nur mal gucken, wie ich das jetzt wieder zukriege. Aha, jetzt weiß ich, wie man den aufkriegt. Also hier an der Seite festhalten, wo das Glas jetzt ist. Und das Silberne, das geht komplett mit hoch, wenn ihr das aufmacht. Müsst ihr sehr vorsichtig sein, nicht mit einem großen Schwung, sonst fliegt euch alles raus. Ja, hier wird es nochmal gezeigt. Falls nicht verstanden habt, fragt nochmal Dr. Larissa, sie weiß das. Für nächstes Mal. Oh Mann, hier riecht es echt gut gerade, hier im Zimmer. Die 24. Okay. Ist aber auch nicht schwer. Die 24. Sehr spannend, sehr spannend, sehr spannend. Hier haben wir auf jeden Fall was Eingepacktes. Ja, da ist was Eingepacktes. Okay, es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Okay, das sind mehrere Produkte, es ist nicht nur eins, zwei, drei. Drei Produkte habe ich hier drin, ne? Drei Parfüm. Drusadi. Sagt euch das was? Drusadi? Fangen wir damit an. Okay, da ist eine Kette mit dabei. Sehr spannend. Eine Kette hast du hier dabei. Kann man das aufhängen, den Parfüm? Oh mein Gott. Was ist das? Oh, ist das süß? Guck mal. Wer hätte das gedacht, dass es eine Parfümflasche ist? Oder ist es Parfüm? Ich will nichts sagen, oder? Glaube, das kannst du. Irgendwie. Schaut mal. Habe ich da was falsch verstanden? Ich glaube, das riecht was. Kann man da Duft reinmachen und dann so aufhängen? Habe ich da was falsch verstanden? Okay, das ist eine sehr lange Kette. Ich fühle es mal an. Schön, schön. Und das andere ist auf jeden Fall, muss ich mal durchforschen, ist was? Okay, das ist Schmuck. Ah, das ist so eine Brosche. Die kannst du auf jeden Fall irgendwo dran machen. Kann man auch an Taschen zum Beispiel. Und das hier ist selbst das Parfüm. Eau de Parfum. Pure Jasmin. Jasmin. Bin gespannt, wie die Flasche aussieht. Oh, schlicht normal. Aber eher so, hier guck mal, so, so clean. Das riecht gut. Wollen wir jetzt mal drauf machen, ja? Das riecht so gut. Oh mein Gott. Das riecht wie so ein Luxusparfüm. Kostet bestimmt auch. Ich denke mal, das kannst du hier einsprühen. Ich bin mir nicht sicher. Das innere Teil. Schreib es mir unten in Kommentare, ob du weißt, was das Teil da drin ist. Ist es einfach so eine Art Kugel, was man sich parfümieren kann? Oder bin ich einfach nur zu doof? Schaut mal. Drinne hast du auf jeden Fall eine Kugel drinne und ist ein bisschen weiß, wenn man da drüber geht. Aber ich denke mal, das ist ein Parfüm, was man so riecht man halt überall danach. Ich kann man das eigentlich einstellen? Nee, ich weiß es nicht. Hast du auf jeden Fall was Dekoratives? Ich weiß nicht, ob man das als normale Kette benutzt. Glaube ich nicht. Das ist einfach nur so Deko, oder? Würde ich jetzt so sagen. Finde ich schön. Finde ich schön. Ganz ehrlich, Leute, überleg mal, 30 Euro hast du so ein schönes Produkt, eins nach dem anderen, hat sich definitiv gelohnt. Dankeschön, liebe Zuschauerin, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Wirklich, es hat sich sowas von gelohnt. So ein Kracher werde ich, wenn es nächstes Jahr wieder gibt, nochmal kaufen. Ich denke, das variiert sich sowieso. Ich habe schon von letzten Jahr angeschaut. Da sind nämlich auch andere Produkte
Produkt da gewesen. Also wird jedes Jahr ein anderes Produkt dabei sein. Ich bin so happy, richtig, richtig happy. Ich rieche auch so gut hier nach einer Parfümerie. Ich bin so, so glücklich. Schreib's gerne unten in Kommentare, wie du den Kalender findest. Bin ich mal ganz gespannt. Was wäre dein Favorit? Und dann verabschiede ich mich in dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, eure Lara.